Heute ist der Tag, an dem ich meinen besten Freund und die Liebe meines Lebens heirate. Ich bin aufgeregt und voller Vorfreude. Ja, also kennengelernt haben wir uns eigentlich mehr oder weniger durch meinen Sport, durch mein Hobby. Ich spiele Eishockey. Und du warst im Training, ich habe dir zugesehen und ich war ganz begeistert und dachte mir, der Robin, der ist schon ein Süßer. Ja, wir wurden Freunde und aus Freundschaft wurde dann schließlich Liebe. Ja, wir haben wundervolle Momente miteinander gehabt und es sind einfach schon 8 Jahre vergangen. Ich weiß nicht, wie schnell die Zeit vergeht. Wir sind durch sämtliche Höhen und Tiefen gemeinsam gegangen und das hat uns so eng zueinander gebracht, dass wir echt füreinander einstehen können. Ich liebe jeden Moment mit dir, ob es unsere Zeit zu zweit ist oder im Urlaub oder sonst wo. Ich genieße deine bedingungslose Liebe, was einfach toll ist. Robin Platz, willst du deine Frau Elisabeth Platz, geborene Pilz, als Gottes Gabe lieben und ehren und ihr im Vertrauen auf die Liebe Gottes in Freud und Leid treu sein, bis der Tod euch scheidet? So antworte ja und Gott helfe mir. Ja und Gott helfe mir. Willst du deinen Mann Robin Platz als Gottes Gabe lieben und ehren und ihm im Vertrauen auf die Liebe Gottes in Freud und Leid treu sein, bis der Tod euch scheidet? So antworte ja und Gott helfe mir. Ja und Gott helfe mir. Also der letzte Urlaub war in Kroatien. Die Kiesstrände, das Wasser ist einfach so klar. Und dann, da haben wir den Antrag gemacht. Wirklich nonplusultra. Also für mich, es war sehr schön. Und es war an dem Strand, wo wir auch unseren ersten Urlaub, unseren ersten gemeinsamen Urlaub verbracht haben. Und das war einfach, es war magisch. Also an demselben Strand und abends unter einem klaren Sternenhimmel. Das war einfach wunderschön und es kam wirklich überraschend. Ich habe nichts gerochen, wirklich. Und ja, das war einfach ein sehr emotionaler Moment und er ist wirklich auf die Knie gegangen und das war alles, ja, in dem Moment nicht zu fassen für mich. Das war wunderschön. Ich würde sagen, ja, die Tatsache, dass er einfach auf eine gewisse Art und Weise es immer hinbekommt, mir mit Rat und Tat zur Seite zu stehen, dass er mir den Rücken stärkt, wenn ich mal nicht mehr weiter weiß und dass er mir immer irgendwie einen Ausweg aus Situationen zeigt, wo ich denke, ja, es geht irgendwie nicht mehr weiter und da ist er einfach für mich da und ja, eigentlich ist das für mich unbezahlbar. Thank you.
Du hast ein sehr riesiges Herz. Und du weißt, niemand von uns ist perfekt. Aber zusammen sind wir perfekt füreinander.